Hey Leute, willkommen! Es gibt schon wieder jetzt ausnahmsweise mal ein weiteres Path of Titans Video, denn es ist der Arnodontosaurus in der Demo jetzt spielbar. Das war ein Stretch Goal und ich nenne ihn gerne Panzer. Wir haben ihn auch schon in der letzten Folge gesehen, wer sich das angeguckt hat bei mir, wo wir da in der Deathmatch Arena waren. Ist quasi sowas wie ein Ankylosaurus, ne? Wo jetzt da genau die Unterschiede sind, weiß ich nicht, oder ob die jetzt einfach nur zu unterschiedlichen Zeitepochen gelebt haben oder so. So, männlich haben wir, weiblich, andere Farbe natürlich. Dann haben wir hier Lambei, das ist der normale. Damage ist etwas mehr als die Hälfte. Verteidigung ist echt gut. Recovery ist auch echt gut. Aber wir sind natürlich nicht so langsam, nicht so schnell. Wasser sind wir auch langsam. Und wir haben eine gute Überlebensfähigkeit. So, und dann haben wir hier noch einmal den Optunzi. Bessere Defense, weniger Speed. Und den Rasai. Mehr Speed, weniger Defense. Wir nehmen auch hier... wir nehmen auch einfach hier mal jetzt... Wir machen einen auf Defensiv. Wir machen jetzt auch mal hier den Panzer, ne? Ich nenne den immer gerne Panzer oder Sturmgeschütz 3. Warum auch immer. Habe ich aber in den anderen Games schon gemacht, wenn ich den Ankylo gespielt habe. Da hatte ich mal versucht, eine Panzerarmee aufzubauen. Das war lustig. Muster... Ist jetzt auch egal, ist nicht so wichtig. Wir wollen uns jetzt erstmal die kleinen Sachen angucken und dann gehen wir mit denen auch nochmal in eine Arena, um das Kampfsystem abzuschecken. So, wir essen Beeren. Da sind wir, haben wir hier auch Wasser in der Nähe. Nicht so richtig. Müssen wir nach Süden. Aber ist auch nicht so wichtig. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt in der letzten Folge. Also nicht reingeschnitten. Ich habe, meine Grafik ist ja alles so ein bisschen auf, was war das? Cinematic und Episch. Cinematic ist das Beste. Aber die Vegetation habe ich diesmal tatsächlich auf nur auf Mittel. Kann man jetzt auch sehen? Nee, das ist ja die Vegetationsdichte. Ich glaube, das ist die Sichtweite. Glaube ich, bin ich mir nicht sicher, dass da hinten, da sieht halt alles jetzt so nicht grün aus am Boden. Aber das ist, glaube ich, die Renderdistanz. Ne? Hat das was mit der Sichtweite zu tun? Aber wir haben da Wasser, also schwimmen können wir nicht zeigen, aber trinken können wir uns angucken. So gehen wir. Was ich hier auch schon bei dem Styracosaurus toll fand, ich finde hier in Path of Titans das Movement der, wie nennt man das, Vierfüßler, finde ich echt geschmeidig. Auch beim Kentrosaurus, das macht echt Spaß. Sliden wir hier ein bisschen? Ja, ich glaube wir sliden. Wenn ein Fuß auf dem Boden ist, sliden wir immer noch ein bisschen. Wir hören ihn kaum. Ziemlich leise. Wir laufen mal wegen Ausdauer. Da sind wir auch lauter. Also wir können schon eine Weile laufen. Ne, da sind wir nicht sofort erschöpft. Ich weiß jetzt nicht, also ich finde die Tiere hier im Allgemeinen relativ viel Ausdauer, aber ist ja noch alles eine Demo. Außer jetzt zum Beispiel Sarcosuchus, der hat natürlich an Land extrem wenig Ausdauer. Wenn er Glück hat, kann er mal ein bisschen aus dem Wasser rauslaufen für einen Überraschungsangriff. Aber auch nicht zu weit, weil dann kommt er nicht mehr hinterher, wenn der Gegner reagiert. Und dann muss er schleunigst wieder ins Wasser. So, wir haben das Special Movement. Links, rechts, geradeaus. Ist halt einfach nur langsam, als wenn wir normal traben würden. Und rückwärts auf der Stelle drehen. Und nach links. So, dann haben wir einmal Maus 1 Angriff. Da können wir ein bisschen zubeißen. Und dann natürlich unsere... Hauptattacke, der Schwanzwedler, weil ich glaube, da kann der erste richtige Hit auch schon Knochenbruch verursachen. Oder es ist randommäßig. Ich weiß halt nicht, ob das randommäßig ist oder ob wir tatsächlich ersten Knochenbruch verursachen, wenn wir beim Gegner einen bestimmten Wert an Schaden verursacht haben. Das kann auch gut sein. So, dann wollen wir uns mal kurz die Calls angucken, oder? Und anhören. Die 1. Das finde ich auch immer ganz
Ja, das finde ich auch immer ganz cool, dass wenn wir stehen, sind die Animationen anders, als wenn ich laufe, ne? Weil wenn ich jetzt die 1 drücke, wenn ich gehe, richtet er sich natürlich nicht so auf. So, die 2. 3. 4. Ich glaube, das war jetzt verkehrt, oder? Wenn wir es hier gucken, 3. Genau, und die 4 ist ja denn Hilfe. Ach nee, das ist die 3. Komisch. Das ist doch Hilfe jetzt, oder nicht? Oh, das ist hier irgendwie vertauscht, keine Ahnung. So, dann haben wir hier den Spezialruf. Kopfschütteln. Mittlerweile gibt es ja wenigstens auch tagsüber jetzt Atmosound. Gab es ja auch lange nicht, aber nachts irgendwie schon. Ich weiß halt nicht, was man mit diesen Emotes soll. Aber ist trotzdem cool, dass sie da sind. Und da gucken wir uns um. So, wir können auch crouchen. Dann machen wir dir mal die Anzeige an. Denn wenn wir crouchen. So, was? 24, 23, 22, 21, 20. Da. Jetzt haben wir da so ein Schildkrötensymbol. Jetzt kassieren wir wohl quasi weniger Schaden. Das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weniger Schaden kassieren oder gar keinen Schaden mehr, wenn ich mich jetzt bewege. Nee, rückwärts bleibt es tatsächlich noch. Im Special Movement bleibt es, wenn ich jetzt vorwärts gehe, geht's weg. Also wenn ich seitwärts gehe und zurückgehe, wenn ich gecrouched bin, dann ist dieser Schutzmodus immer noch aktiv. Finde ich cool. So, wenn wir uns hinlegen oder hinsetzen, so. Und schlafen dann so. Und dann gucken wir mal hier ins Charaktermenü. Da haben wir hier wieder die verschiedenen Skins. Ne? 5000 für den ersten. Also da haben sie die Preise deutlich angehoben. Abilities. So, wir haben hier den Stoffwechsel. 600 bloß. Oder können wir denn noch Blumen essen? Nüsse, Wurzeln, Früchte. Aber wir werden eher hungrig, wie es aussieht. Oder der Hunger geht schneller runter. Verbraucht. Das Essen wird schneller verbraucht. So, Haut wieder Beine. Das ist es nämlich. Crouching in place for 5 seconds will grant extreme incoming damage resistance until moving or uncrouching. Das ist echt interessant. Also es ist quasi eine passive Fähigkeit. Die muss ich auch nicht, wie es aussieht, hier irgendwie rauflegen, weil ich verstehe das auch mit der Hotbar noch nicht. Weil da wird ja auch, das Ding wird ja automatisch aktiviert, wenn ich mich halt 5 Sekunden nicht bewege. Ne? Das können wir gleich beim Kampf auch mal testen. So, wir haben das Movement, haben wir abgecheckt. Die Angriffe, die Colts, und das war's auch schon, ne? Wir können mal hier das Trinken angucken. Ey, oh, falsche Taste gedrückt, muss ja eh drücken. So, haben wir hier einen Busch, aber das ist ja eigentlich immer gleich. Da haben wir hier wieder den Deathmatch-Server. Das verstehe ich nicht. Immer wenn ich auf einem Server war, wo Mods waren, dann muss ich das Spiel einmal restarten, wenn ich dann auf einen anderen Server will. Komische Sache. So. Werbeschläger hier oder was? Ich glaube, wir werden als erstes einfach denn mal uns hinhocken. Was, willst du Schläge? Ah, da kommt schon einer. Hinhocken. Was, Junge? So, welches? So, und jetzt? Ich will rückwärts gehen jetzt. Ich bleibe ja getarnt. Tarnmodus. Ich bin jetzt getarnt. Jetzt gehe ich da mal hin. Geht auch rückwärts.
Beiß mich mal! Ein Biss und ich habe Knochenbruch! 40 Sekunden! Aber ich habe keinen Schaden genommen, oder? Ich habe keinen Schaden genommen. Das Krasse ist, ich bleibe geschützt, Leute. Was wollt ihr? Ich bin der Rückwärtsangreifer. Ich bleibe geschützt und ich kann trotzdem angreifen. Ich sehe nur nichts. Der denkt, Alter, was will der? Denkt er sich so. Ja, aber ich verliere keine Gesundheit. Ja, das ist halt Dämon, ne? Es ist noch nicht das Gelbe vom Ei, wie es aussieht, ne? Wenn ich jetzt vorwärts gehe, dann geht's weg. Alter, jeder Biss führt zum Knochenbruch. Da kann ich auch nicht sprinten jetzt, ne? Lass den Kleinen in Ruhe. Oh Gott, ich stelle mich gerade richtig blöd an mit denen. Bin zu weit weg. Oh Scheiße, sorry Kollege. Aua. Komm her, du. Oh Gott. Aber das Pleto, der macht ja bei mir über 40 Sekunden Bonebeug, ne? Und als ich von diesem kleinen Panzer hier den Bonebeug kassiert habe, das waren weniger. Oh, jetzt habe ich hier eine Minute Bonebreak. So, wenn ich mich jetzt hinlege. Ah, hier, jetzt ist schon wieder runtergegangen. Ach nee, weil einer weg war oder so. Ah, jetzt wieder runtergegangen, wenn ich mich hingelegt habe. Oder ich habe mich getäuscht. So. Ich muss mich gleich mal ausruhen, wenn ich da einen Bonebreak habe. Aua! Alter! Der Stego, der hat mir richtig gegeben. Achso, wir haben jetzt hier... Ich leg mich mal hin. Ach, jetzt geht das auch... Jetzt das Rote hier, wenn ich mich jetzt wieder hinstelle... Guck mal. Jetzt ist das Dunkelrote wieder ein bisschen mehr. Wenn ich mich bewege, dann verliere ich mehr, wie es aussieht. Wenn ich mich jetzt wieder hinsetze, genau. Ja, also die haben auf jeden Fall schon Fortschritte gemacht. Du Penner. Nicht hinlegen! Scheiße. Es gibt da mir einen Schwanzwedler. Ja gut, damit... Da müssen wir unsere Taktik mal überdenken. Aber Fakt ist ja, ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Wenn ich gecrouched bin, mir wird zwar angezeigt, dass ich zum Beispiel vom Daspleto dann Knochenbruch bekomme, aber meine Gesundheitsanzeige wird nicht weniger. Das ist echt interessant. Nur ich, also der Schutzmodus, der Schildkrötenpanzer, der bleibt quasi, wenn ich mich seitlich und rückwärts bewege, aber nicht, wenn ich mich vorwärts bewege. Oder hinten liegt jemand. Wo sind die denn jetzt? Ja, zu zweit haben sie wieder eine große Klappe, oder was? Aua.
Aber die haben bei mir gerade noch keinen Knochenbruch verursacht, ne? Oh, Humpelstilzchen 1 und 2. Daneben. Oh, nochmal geknackt. Also der Sound ist ganz cool. Oh, da kriegt er Angst. Komm doch her hier. Ich will nur spielen. Er rennt weg hier alle hinterhin her. Schneide den Weg ab. Was ist das denn? Kumpel oder was? Da komme ich nicht hinterher. Aha. Kollege, kannst du mir mal, kannst du mich mal hier verletzen? Aua. So. Das ist jetzt so. 21 haben wir noch. Oh, 10 Sekunden runtergegangen. Und jetzt nochmal 5 Sekunden oder sowas. Okay, ausruhen beschleunigt die Regeneration. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ist ja eigentlich auch so bekannt aus anderen Games. Ne? Hat immer noch Bone Break. Aua! Hey. Aber das macht er schon nicht schlecht. Treffer und versenkt nicht. Hey, Kollege. Aua, ah, der hat einen langen Schwanz. Ja, jetzt, Junge. Alter, jetzt hier Schildkrötenmodus, ne? Bin ich ja unbesiegbar, oder nicht? Doch, ich kassiere Schaden. Scheiße. Ich habe halt weniger Schaden kassiert. Gut, dann war es das aber erstmal. Das haben wir uns hier auch alles angeguckt. Finde ich schon echt cool. Und dann mal gucken, wann mal wieder ein Video kommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.